Ihr habt mir eure Fragen auf Instagram gestellt rund um das Thema Abitur und ich werde sie jetzt für euch beantworten. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. Und ich habe für euch ähm, die Möglichkeit eröffnet, mir auf Instagram Fragen zu stellen rund um das Thema Abitur, was euch interessiert, was ihr jetzt gerade noch im Kopf habt, bevor es jetzt dann wirklich losgeht. Und ähm, diese Fragen werde ich heute in diesem Video beantworten. Also seid gespannt, bleibt dran und äh, wir starten direkt in die Fragen rein. Die erste Frage kommt von Aliska und sie fragt: Wie schaffe ich es, mich nicht zu sehr zu stressen? In Klammern, außer Meditation. Das tue ich schon. Meditation ist natürlich ein super guter Tipp. Wer das Video von uns dazu noch nicht gesehen hat, hier rechts oben in der Ecke. Ansonsten, das Allerwichtigste, was ihr bezüglich Stress und auch Angst vor dem Abitur verstehen müsst, ist, dass ihr nie vor der Sache selbst, sondern immer nur vor eurer Vorstellung von der Sache Angst oder eben Stress habt. Das bedeutet, Ihr könnt das Abitur nicht verändern, ja, diese vier, fünf Prüfungen, die extrem viel zählen, die werden auf euch zukommen. Daran kannst du nichts ändern. Was du aber daran ändern kannst, ist deine Vorstellung davon. Das heißt, wenn ich jetzt Abitur sage, ja, überleg dir mal wirklich, was für ein Gedanke, was für ein Bild kommt da in deinen Kopf. Und wenn es ein Bild von, oh, das ist irgendwas Großes, was ich irgendwie überhaupt nicht in der Kontrolle habe und ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt, das wird zu so schrecklich, dann ist es kein Wunder, dass du dir Stress machst. Und dein Ziel muss dann sein, dieses Bild, was wenn du Abitur hörst, was in deinen Kopf kommt, zu verändern. Und ich gebe da zum Beispiel mal ein paar positive Beispiele. Anstatt quasi zu sagen, oh, da habe ich so Angst vor, und es ist so schlimm und so ein riesiges Monster oder so, ein, so ein Unwetter, was da aufbricht. Sehe doch mehr als die letzte Sache, die du in deiner Schulaufbahn tun willst. Oder das große Finale, ja wie so eine Challenge. Oder du siehst es als die, die, nochmal eine richtig geile Möglichkeit, um deine Not nochmal richtig gut zu verbessern. Weil sobald du sowas damit verbindest, hast du eine viel positivere Motivation dazu und dementsprechend auch keinen Stress mehr. Luisa fragt, ich kann erst zwei Wochen vorher anfangen mit Lernen. Reicht das? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Die Frage ist natürlich, warum du nur, nur zwei Wochen vorher anfangen kannst. Ähm, ich kann dir aber zu einem gewissen Grad in Warnung geben. Meiner Meinung nach kann zwei Wochen reichen. Das Ganze bitte mit Vorsicht genießen. Für die meisten von euch, ihr solltet definitiv früher anfangen, vor allem wenn ihr sehr ambitionierte Ziele habt. Aber man kann mit zwei Wochen extrem viel machen. Und das hat ähm, im Prinzip zwei Gründe. Erstens sind wir Menschen immer dann, das kennst du selbst schon von den Klausuren, wenn du dich darauf vorbereitet hast, immer in der letzten Phase, bevor es dann wirklich losgeht, immer am produktivsten. Weil wir wissen, wir müssen jetzt. Jetzt kommt die Deadline, ich sage immer die große Macht der Deadline, die kommt. Und dann wirst du auch am allermeisten durchziehen. Das heißt, selbst wenn du jetzt irgendwie vor sechs Wochen angefangen hättest, hättest du vielleicht die ersten vier Wochen ähm, nur so viel geschafft, wie du dann allein in den äh, letzten zwei Wochen nochmal schaffst. Das heißt, der psychologische ähm, Aspekt spielt auf jeden Fall in deine Karten. Und zweitens auch, du musst um so 13, 14, 15 Punkte schaffen, musst natürlich schon wesentlich mehr lernen. Aber um quasi es nur zu schaffen oder um gerade so zweistellig zu gehen. Dafür ist gar nicht so viel Vorbereitung äh, notwendig. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel du ähm, bisher schon im, im Unterricht mitgemacht hast, wie gut du grundsätzlich in der Schule bist. Ähm, aber sei dir da auch bewusst, dass wenn du so die Grundprinzipien kannst, ja, die, die wichtigsten Verfahren, die wichtigsten Fachbegriffe, die so die Hauptthemen erklären kannst, wofür du vielleicht nicht so viel lernen musst, wie wenn du wirklich auch noch mehrere Details dir merken willst. Ähm, dann können auch zwei Wochen reichen. Das Allerwichtigste dabei ist einfach, dass du diese zwei Wochen halt auch wirklich zu 100% nutzt und dann kann es auch definitiv klappen. Dann SwatiG.P ist, denke ich, nicht der richtige Name. Auf jeden Fall ist Instagram-Name, bis sie fragt. Ähm, wie kriegt man in jeder Klausur 15 Punkte ohne seine ganze äh, Freizeit lang zu lernen? Das ist eine sehr gute Frage, denn das war ja auch genau das, was ich mir vor meinen Abiturprüfungen gedacht habe. so, Ich wollte die 1-0 schaffen. Ähm, aber dachte mir so, hey, ich will mich diesen Druck machen und nur noch lernen, 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 lernen. und auch diesen, diesen Stress dabei haben. Habe ja dann schlussendlich auch meine 1,0 geschafft und das vielleicht mit einem Viertel des Lernaufwandes ähm, meiner, meiner Mitschüler, von denen, die es halt auch wirklich wollten. Ähm, und da ist das Wichtigste einfach dass du erstens dich auf das fokussierst, was wirklich zählt. Du kannst in der Abiturvorbereitung kannst du unendlich viele Sachen lernen. Du kannst, bist theoretisch nie mit dem Lernen fertig. Das heißt, das Wichtige, was du da machen sollst, ist, dass du dir ganz genau überlegst, was sind denn die Anforderungen im Abitur, was sind genau die Sachen, die ich lernen möchte, dich nur auf die zu fokussieren, ja? weil für 15 Punkte musst du nur alle Anforderungen erfüllen. Du musst dich noch mehr können als die Anforderungen. Das heißt, fokussiere dich nur auf die Anforderungen, dass auch das reicht für 15 Punkte. Ähm, 17, 18, 19, 23 Punkte gibt es nun mal nicht. Ähm, dann die Zeit, die du lernst, habe ich gerade eben schon gesagt, das ist wirklich das Wichtigste, merke ich auch im Coaching, unseren ähm, Traumabitur-Coaching-Teilnehmern immer, immer, immer wieder. Leute, ihr müsst die Zeit, die ihr lernt, wirklich auch nutzen. Es reicht nicht zu sagen, oh, da lerne ich. Du musst in dieser Zeit auch wirklich lernen. Und wenn du, natürlich kannst du den ganzen Tag am Schreibtisch verbringen, wenn du nur so halb lernst, ist das lange nicht so produktiv, wie wenn du die Hälfte vom Tag voll fokussiert lernst und die andere Hälfte Freizeit hast. Deswegen das würde ich mir auf jeden Fall ähm, zu Herzen nehmen. Und dann seid ihr auch bewusst, für 15 Punkte muss schon wirklich was machen. Also geh nicht mit der Einstellung rein zu sagen, oh ja, wie kann ich jetzt irgendwie möglichst viel Freizeit haben und noch 15 Punkte haben. Ähm, gleichzeitig seid ihr aber auch bewusst, dass du ähm, mit nur Lernen zwangsläufig nicht garantiert 15 Punkte bekommst. Das ist auch gar nicht beste Strategie, sondern die beste Strategie ist eigentlich, wenn du lernst. Sehr fokussiert zu lernen, wenn du 15 Punkte willst, auch ordentlich zu lernen, aber gleichzeitig auch wirklich Pausen zu nehmen, weil das ist auch eine Sache, die sehr viele in der Abiturphase ähm, unterschätzen, dass du die ganze Zeit nur lernst, 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 du kriegst einfach voll den Kollaps, hast gar keinen Bock mehr, voll keine Motivation mehr. Deswegen, wenn du sagst, du willst sehr gute Noten haben und gleichzeitig auch Freizeit haben, dann wähl dir diese Freizeit bewusst ähm, und das kann sogar förderlich sein, weil du dann eben viel mehr vom Kopf freier bist und dann auch. Langfristiger, langfristiger ähm, Spaß am Lernen hast. Noch eine weitere Frage von spotty.gp: ähm, Wie lernt man am schnellsten auswendig? Das ist ganz einfach beantwortet: einfach hier rechts oben äh, unser Video abchecken. Sehr viel, ähm, sehr schnell lernen. Einfach da draufklicken, dann kommt ihr da direkt dazu hin. Dann die nächste Frage ist: Wie verbessert man sich in Deutsch schriftlich innerhalb kürzester Zeit? Ähm, und da gleich mal vorneweg: Ja, man kann sich in Deutsch verbessern, weil ich merke das immer wieder, dass Leute irgendwie so. Ähm, an diesem Mythos glauben, oh, in Deutsch kann man sich nicht verbessern. In, für Deutsch kann ich nichts. Lernen. Leute, ich hatte in der 11. Klasse hatte ich 6 und 7 Punkte in den Deutschklassen. Das heißt, ich war wirklich meilenweit davon entfernt, ein guter Deutschschüler zu sein. Und dann, was war am Abi? Ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe Gas gegeben, habe mir angeschaut, wie funktionieren diese Aufsätze, was muss ich da tun, um sehr gute Noten zu bekommen und tada, habe ich 15 Punkte geschrieben. War nicht leicht, ja, musste ich mir auch sehr viel aneignen dazu, aber es ist definitiv möglich. Deswegen jetzt für euch konkret die Frage, wie schaffe ich es denn, mich in Deutsch auch wirklich möglichst schnell zu verbessern. Weil ganz ehrlich, für viele von euch ist Deutsch wirklich auch das Fach, weil wenn du, wie ich zum Beispiel aus Bayern kommst, dann musst du ja auch ein Deutsch-Abi machen, kommst gar nicht drum rum. Das ist wirklich das Fach, wo ganz viele von euch, Ihr Verbesserungspotenzial überhaupt nicht sehen, weil ihr, ihr nehmt schon an, dass ihr da nur 8, 10, 12 Punkte oder so schreibt ähm, oder sogar viel weniger und ihr könnt eigentlich so viel mehr, wenn ihr nur anfangen würdet, euch damit zu beschäftigen. Das heißt, was macht ihr in Deutsch? Erstens, ihr sucht euch zwei Themen aus, würde ich sagen, auf die ihr euch fokussiert. Wenn ihr zum Beispiel so irgendwie drei, vier, fünf oder so zur Auswahl habt, vergesst drei oder so, fokussiert nur auf die zwei ähm, Themen, wo ihr sagt, da seid ihr am besten. Dann. Guckt ihr euch bei dieser Aufsatzart eben, was muss ich da machen? Nicht im Konkreten, ja, also einfach nur von der Gliederung her. Was muss ich da machen? Du musst diese Gliederung drauf haben. Wenn du die nicht drauf hast, kann nichts passieren. Und dann, ja, wenn du das hast, dann ähm, übst du es ganz einfach. Ja? Du, du eignest dir das Hintergrundwissen an, keine Ahnung, irgendwelche Epochen, Literaturströme, was auch immer, und dann, wenn du das hast, dann Einfach Übungsaufsätze schreiben. Das ist auch das, was ich gemacht habe. Ich habe meinen Lehrern im Vorhinein drei bis vier Übungsaufsätze abgegeben, habe mir die korrigieren lassen. Wenn euer Lehrer das nicht für euch korrigiert, dann holt euch einen Nachhilfelehrer ähm, und lasst euch das von dem korrigieren. Hauptsache, ihr werdet da besser. Ihr könnt euch verbessern, nur ihr könnt euch nicht dann verbessern, wenn ihr nicht versucht, euch zu verbessern. Und wenn ihr das macht, ja, ihr müsst auch, wenn du es eben möglichst schnell machen möchtest, du musst auch bei einer Argumentation, bei einer Erörterung nicht. Immer alle Argumente ausformulieren. Aber formuliert zumindest mal eine Gliederung äh, aus. Formuliert zumindest mal eine Einleitung aus. einen Anfang. Ähm, ein Argument. Ein Fazit. Ein Schluss. Formuliert das alles mal aus. Practice, practice, practice. Und dann wird es auch wirklich sehr, sehr gut. Und dann als abschließende Frage noch eine Sache, die extrem wichtig für euch alle sein wird. Und zwar von Aurelian-Tihi7. Wie bleibt man jeden Tag konzentriert, um sich auf das Abitur vorzubereiten? Denn das ist eine Sache, die unterschätzt man extrem stark. Ja, man macht sich da vielleicht so einen Lernplan ähm, und denkt sich so, hey yo, ähm, das, das mache ich einfach so und dann funktioniert das schon so. Leute, am Plattpapier sieht es immer einfach aus, was ihr euch vornehmt. Was wirklich schwer ist, ist, das noch wirklich konstant durchzuziehen. Und ähm, gerade... In der Abiturphase wirklich die Konzentration jeden Tag hochzuhalten, wenn du am letzten Tag schon gelernt hast und am vorletzten Tag und am vorvorletzten und du lernst und lernst und lernst und lernst, lernst, es ist wirklich nicht leicht. Aber gleichzeitig ist es auch nicht schwierig, was du tun musst, um die Konzentration hochzuhalten. Und zwar, was du da machen musst, ist dich wirklich auf die absoluten Basics besinnen. Und zwar, Schlaf ausreichen kann ich immer nur wieder betonen. Leute, dieser, dieser Körper ja, und euer Gehirn, was damit verknüpft ist, das ist nichts Neues. Da gibt es nicht noch krassere Methoden immer, wie du konzentriert bleibst. Das Wichtige ist, dass du die Basics halt auch wirklich konsequent einhältst. Ja? Also, Schlafrhythmus, extrem wichtig. Klare Schlafensgehenzeit, klare Ausstiegszeit und dazwischen so viel Schlaf, wie du wirklich eben dauerhaft brauchst. Und noch nicht der Anfang, oh, ich schlafe nur fünf Stunden, mehr, dann kann ich mir lernen. Das ist Bullshit, Leute. Das ist wirklich Bullshit. Ganz klar, Schlaffokus. Dann Ernährung. Ihr müsst nicht zu einem Ernährungsberater laufen. Ihr müsst euch nicht auf einmal 100.000 Sachen durchlesen. Ihr wisst jetzt schon, was gesund ist. Es ist logisch, dass ein Apfel gesünder ist als Schokolade. Es ist logisch, dass Reis gesünder ist als Chips. Es ist logisch, dass ähm, Gemüse mehrfach am Tag sinnvoll ist. Das wisst ihr alles schon. Und mehr müsst ihr auch nicht wissen. Haltet euch nur einfach an diese Barsachen. Ihr merkt, dass neue Konzentration, eure Energielevel, fokussiert euch einfach darauf. Ja? Genauso auch. Dieses Handy. Leute, ihr wisst, dass es euch ablenkt. Ihr wisst, dass es euch ablenkt. Und wenn du Probleme hast, dass du dich nicht wegen dem Handy konzentrieren kannst, dann schau dir hier rechts oben in der Ecke ähm, unser Video an, wo ich exakt, exakt geklärt habe, wie du dauerhaft von diesem Ding wegkommst, dich nicht mehr ablenken lässt. Und ähm, wenn ihr die Sachen beachtet, dann ist eure Konzentration auf einem ganz anderen Level, als wie es bisher ist. Ähm, und es wird vor allem dauerhaft auch dort bleiben, dann ist es auch mit der Konzentration in der Abiturphase nicht so schwierig und ihr werdet die Noten erzielen, die ihr euch wünscht und die ihr verdient habt. Dafür wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es gerade bei euch in der. Ähm in der Schule läuft. Gerne auch weitere Fragen zum Thema Abitur ähm, kann ich ja auch noch mal einen zweiten Teil machen, wenn euch das Q&A-Format gefallen hat, dann einfach einen Daumen nach oben geben und wenn du dich, ähm, wenn du dauerhaft die Möglichkeit haben möchtest, mir all deine Fragen rund ums Abitur zu stellen, wie du dich persönlich konkret in deinem Fall vorbereiten möchtest, dann kommen sehr gerne in unser Traumabitur-Coaching. Das bedeutet einfach unter diesem Video auf den Link klicken und dann kannst du dich für einen Platz in unserem Coaching-Programm bewerben. dafür führen wir dich quasi ähm, individuell genau dahin, wo wo du eben hin möchtest, was auch immer dein Ziel ist. Wir haben Leute, die wollen es nur schaffen, wir haben Leute, die wollen 2,5 schaffen, wir haben Leute, die wollen 1,0 in Abiturprüfung geschaffen. Ähm, all dafür sind wir da. Ich habe es selbst geschafft und ich zeige euch, wie es funktioniert. Also einfach anmelden und ähm, dann hören wir uns schon bald. Und ich bin vielleicht schon bald dein persönlicher Coach, wenn du geeignet bist. Darüber würde ich mich ja sehr freuen. Und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. These blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.